Tag 46 im Krieg in der Ukraine und jeden Tag gibt es neue Horrormeldungen von Kriegsverbrechen. Einer, der wohl ungewollt zum Helden im Kampf gegen die Russen geworden ist, ist der Präsident Volodymyr Zelensky. Am Abend hatte er den britischen Premier Boris Johnson zu Besuch und zusammen liefen sie durch die noch vor kurzem vor dem Fall stehende Hauptstadt Kiew. Ein Schicksal, das auch seiner Heimatstadt Kryvyi Rih beschieden war, der Heimatstadt von Präsident Zelensky. Denn dort sollte der Chef der Militärverwaltung die Stadt an die Russen übergeben. Es wäre symbolisch sicher eine schwere Niederlage gewesen, aber der Chef der Militärverwaltung hat sich strikt gegen die russischen Eroberer gestemmt. Und unser Reporter Philipp Piatow hat sich mit ihm getroffen, mit Alexander Wilkul. Sein Job ist die Verteidigung der Heimatstadt von Ukraines Helden Präsident Zelensky. Alexander Wilkul ist Chef der Militärverwaltung von Kryvyi Rih. Auch seiner Führung ist es zu verdanken, dass die strategisch wichtige Stadt nicht an die Russen gefallen ist. Bild traf ihn zum Interview. Kryvyi Rih ist das Tor zur Ukraine aus Richtung der besetzten Region von Cherson. Wir stehen den russischen Truppen aus der Krim im Weg. Die Besatzer haben versucht, mit ihren Flugzeugen auf unserem zivilen Flughafen zu landen. Es war ein Transportflugzeug und drei Kampfjets. Aber sofort nach Kriegsausbruch hatte ich angeordnet, die Landebahn mit Baugeräten zu blockieren. Dazu war die gesamte Navigation ausgeschaltet. Die Flugzeuge waren also 200 Meter über dem Flughafen. Die Leute, die da waren, sagten, dass man die Piloten erkennen konnte, aber sie konnten nicht landen. Danach begann der Bodenangriff. Mit einer Kolonne von über 300 Fahrzeugen und Panzern versuchten die Russen, die Stadt zu nehmen. Doch Zelenskys Heimatstadt hielt stand. Es gibt sehr viele Ingenieure in der Stadt. Deshalb konnten wir innerhalb kürzester Zeit sehr wirksame Verteidigungsanlagen errichten. Wir haben die riesige russische Armee aus der Krim aufgehalten. Das waren 10% der gesamten russischen Invasionsstreitmacht. Die Russen versuchten sogar, Wilkul zum Aufgeben zu überreden. Wie die meisten ukrainischen Politiker erteilte er dem Kreml eine klare Absage. Am zweiten Kriegstag hat ein ehemaliger ukrainischer Minister, der nach der Maidan-Revolution nach Russland geflohen ist, mich kontaktiert. Er hat gesagt, dass wir irgendeinen Vertrag mit Russland unterschreiben und mir irgendwelche Privilegien versprochen. Ich habe ihm meine Meinung sehr deutlich gesagt und das sofort unseren Sicherheitsdiensten gemeldet. Die russische Armee ist für Wilkul eine Horde von Faschisten. Es gibt ungeheuerliche Fälle von Vergewaltigung. Im Dorf Krasnivka wurde ein 16-jähriges Mädchen und eine 78-jährige Großmutter vergewaltigt. Die Russen verhalten sich wie Faschisten im Zweiten Weltkrieg. Ein Sieg bedeutet, dass die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt ist, in ihren international anerkannten Grenzen. Das schließt die Befreiung des Donbass und der ukrainischen Krim ein. Deswegen ist für den Chef der Militärverwaltung von Kryvyi Rih klar, die Ukraine muss so lange kämpfen, bis jeder russische Soldat das ukrainische Territorium verlassen hat, bis die Ukraine gewonnen hat. Und nun schalten wir zu unserem Reporter Philipp Piatow. Philipp, weshalb ist die Heimatstadt von Präsident Zelensky so wichtig für die Ukraine? Ja, wie Alexander Wilkul es schon gesagt hat, diese Stadt ist das Tor zur Ukraine, wenn man aus dem Süden kommt. Die Front ist hier 30 bis 40 Kilometer entfernt und die russischen Truppen versuchen die ganze Zeit vorzustoßen. Das ist sozusagen die südlichste Front des Kessels, den die russische Armee zu errichten versucht. Und wenn Kryvyi Rih fällt, also wenn Zelenskys Heimatstadt fällt, dann wird es für die Russen deutlich leichter, den Kessel vom Süden her zu schließen, auf andere große Städte wie Dnipro beispielsweise vorzustoßen. Deshalb muss diese Stadt um jeden Preis gehalten werden. Boris Johnson hat am Abend ja Zelensky in Kiew getroffen, genauso wie Ursula von der Leyen, aber auch andere europäische Spitzenpolitiker, die vor Ort waren. Was bedeutet das für die Ukraine? Also gerade der Besuch von Boris Johnson war symbolisch unheimlich wichtig. Klar, natürlich, es ist alles Symbolpolitik, wenn Boris Johnson mit Wladimir Zelensky durch Kiew spaziert. Aber es ist trotzdem wahnsinnig
wichtig, das zu zeigen, dass man sich nicht nur in einem Büro trifft, im Präsidentenpalast von Selenskyj, sondern dass sich zwei Staats- und Regierungschefs treffen, durch die Hauptstadt spazieren, mit den Menschen sprechen. Also das war ein unheimlich starkes Zeichen von Boris Johnson, zu sagen, ich traue mich hier in eure Hauptstadt zu kommen, ich traue mich auch zu lösen von dieser ganzen, von diesem ganzen Sicherheitsapparat und einfach mit dem Präsidenten durch die Hauptstadt zu spazieren, mit ganz normalen Bürgern sich zu unterhalten. Das wissen die Menschen hier wahnsinnig zu schätzen. Ja, und auch während der Besuche in Kiew hat es aber auch immer wieder Raketenangriffe auf den Westen gegeben. Wie sieht es aktuell dort aus? Ja, also der Westen des Landes, da gibt es immer wieder Raketenangriffe, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was im Osten passiert. Denn die Menschen im Osten bereiten sich auf einen unglaublich großen russischen Angriff vor, der womöglich alles in den Schatten stellen könnte, was der Krieg in der Ukraine bislang so gezeigt hat. Das heißt, im Westen rechnen die Menschen mit immer neuen Flüchtlingswellen. Sie schicken natürlich auch ihre Soldaten in den Osten, aber dennoch, die Lage in der Westukraine ist deutlich entspannter als im Osten, wo man wirklich mit allem rechnet. Vielen Dank für diese Eindrücke aus Lemberg, Philipp Piatow.